Germany eingeben, kriegen Sie eine Rückmeldung. Gucken wir mal hier die. Ja, ein bisschen eine Rückmeldung, was das eigentlich sein könnte. Unemployment Rate Germany. Von Wolfram Alpha ist ein Suchdienst, der sich darauf spezialisiert, Zahlen und Daten zurückzugeben. So, jetzt haben wir hier 7,8%. Kriegen wir ein paar Rückmeldungen dazu. Wenn wir jetzt aber interessanterweise eingeben, Germany und Italy. Da kriegen wir hier einen Vergleich. Und wenn wir jetzt noch sagen, ich hätte da gerne eigentlich eine Time Series dazu, dann gibt uns die leider nicht. das macht er sehr gut bei. Bei Börsenkursen, also wenn ich jetzt hier vier verschiedene IT-Firmen eingebe, dann macht das doch leider nur im Vergleich. Dann machen wir doch mal Apple und Microsoft. So, und da gibt er uns jetzt hier den Vergleich, das hier eigentlich seit März diesen Jahres Apple sehr hochgegangen ist und Microsoft sich nicht so richtig entwickeln kann. Also nehmen wir mal einen stärkeren Gegner für Apple und gucken uns Google an. So, und dann sehen wir, dass Apple momentan tatsächlich auch bei Google vorne liegt und Google nicht so richtig vom Fleck kommt und auch die Marktkapitalisierung auch von Apple deutlich höher liegt und auch Umsätze und aber auch natürlich die Angestellten. So kriegen Sie ganz spannende Daten, wenn Sie nur ein Land eingeben, kriegen Sie, glaube ich, einiges an Informationen mehr, genau, wo das ist und so weiter und so fort. Und Sie können das dann immer, hier zum Beispiel auch die großen Städte und so weiter und so fort. Also man kriegt doch recht viel Informationen dazu. Und wenn man das, kann das immer dann gerne vergleichen. Wenn man zwei angibt, dann gibt es mindestens einen Vergleich. Also wie viele Leute leben dort da und so weiter und so fort. Und wenn man das dann vergleichen will, zum Beispiel mit Griechenland, kann man das genauso machen. So, da liegen die. Und sieht man, dass Griechenland eigentlich trotzdem ganz schön groß ist, aber recht wenige Menschen dort leben. Und und so weiter und so fort. Also Wolfram Alpha ist sehr entspannt. Man kann aber dort vor allem auch Dinge ausrechnen. Also sehr schön hier dargestellt. So, dann kriegt man einen Platz dafür und so weiter und so fort. Dann Ableitungen und Integrale und so weiter und so fort sieht man dort. Weil Mathematiker eigentlich, also Wolfram ist die Firma, die Mathematiker herstellt und insofern dort Mathematikanwendung. So, und dann zum Schluss wollte ich Ihnen eigentlich noch zeigen Rollio. Rollio ist eine Möglichkeit, sich eine eigene Suchmaschine zusammenzubauen. Und zwar sagt man, was man in eine Suchmaschine reinhaben will. Gucken wir uns mal eine fertige Suchmaschine an. Hier zum Beispiel von
Vale Dawnfest, der O'Reilly Rudder, und der hat bestimmte Sources. Das ist jetzt alles, nur diese Bereiche werden jetzt durchgesucht für den. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich suche jetzt mal Web 3.0, dann kriege ich jetzt hier von diesen ganzen Websites nur gesucht Content. Und nur aus diesen Bereichen. Und das ist natürlich ganz schön, wenn Sie zum Beispiel bestimmte gute Quellen haben, wo Sie sagen, da könnte ich mal was finden, dann können Sie sich so eine eigene Suchmaschine zusammenbauen. Sie können auch so eine Suchmaschine nehmen, die können Sie entweder zu Ihren eigenen Suchmaschinen dazu nehmen, oder Sie können auch diese Suchmaschine nehmen und dann hier noch eigene Suchmaschinen dazu zunehmen. Und das ist eine ganz spannende Sache, weil Sie gegebenenfalls, wenn Sie auch eine, so, okay, für die Lehrer unter Ihnen, Lehrerinnen, die Sie können natürlich das nutzen, um Ihren Schülern so eine gewisse Vorauswahl von Suche zu geben. Es ist aber auch sehr spannend, einfach sich hier eine Vorlage zu nehmen und dann gegebenenfalls noch ein bisschen zu ergänzen. Also Rollio, ein ganz spannender Dienst für die Kreation eigener Suchmaschinen. Ja, das war so, was ich Ihnen heute so ein bisschen erzählen wollte, dass es doch sehr viele verschiedene Suchmaschinen gibt. Vielleicht eine letzte Sache doch noch, die Google Alerts. Was hat's? Achso, jetzt sucht er natürlich hier in Wolfgang Alpha. Was soll er nicht machen? Ich muss umstellen. So, und die Google Alerts, die helfen Ihnen zu einem bestimmten Thema. Wenn Sie sagen, ich möchte informiert werden, wenn es ein irgendwas Neues im Netz gibt zum Thema OpenMX zum Beispiel, das ist ein Softwareprogramm. Und dann sage ich einmal täglich, E-Mail-Länge bis zum Ergebnis. Und dann speichere ich das. Und dann kriege ich eine E-Mail dazu, wenn es irgendwas Neues gibt. Oh, das hat er gerade nicht genommen. Das hatte ich doch gerade so im Gefühl, dass er das nicht genommen hat. Ah ja, okay, jetzt hat er es. Ja, so, und wenn es jetzt irgendeinen neuen Beitrag gibt im Netz, dann kriege ich das zugeschickt. Und das ist auch noch eine gute Sache, wenn Sie während der Arbeit zum Thema richten Sie einfach einen Alert ein und dann sind Sie einfach so ein bisschen aktualisiert, aktuell eingebunden, informiert, was es Neues gibt. Okay, das war's soweit, was